Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um es unmissverständlich zu sagen, ich persönlich und das Gros der Linken ist nicht gegen ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA an sich. Wir sehen durchaus die Möglichkeiten und Chancen. Doch die hängen natürlich von den Inhalten ab und verlangen auf jeden Fall Transparenz, die Informationen der Öffentlichkeit, der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaftsakteure, der Verbraucherinnen und Verbraucher und nicht zuletzt der Parlamente. Bereits seit 2007 bemüht man sich um die Schaffung einer Freihandelszone zwischen den USA und der Europäischen Union. Langsam wird es konkreter und im Juli und November dieses Jahres fanden die ersten formellen Gesprächsrunden zu diesem Abkommen statt. Es wurden zunächst die Ziele und der Verhandlungsmodus, inzwischen aber auch Sondierungen zu Regulierungsfragen, Dienstleistungen, Investitionen sowie Energie und Rohstoffe diskutiert. Was die Linke kritisch sieht, sind erstens der Ausschluss der Öffentlichkeit, insbesondere in Europa und der europäischen Parlamente, einschließlich des Europäischen Parlaments selbst, und zweitens Vorstellungen von Unternehmen, die europäischen Märkte für geklorte Hühner, Hormonfleisch, für das Fracking, Gentechnik oder beispielsweise die Privatisierung der Wasserversorgung zu öffnen. Natürlich wird oft angeführt, dass die 5 bis 7% der transatlantischen Zölle gerade für kleine und mittelständische Unternehmen eine erhebliche Summe sind. Ich persönlich kenne nicht allzu viele Unternehmen hier im Land, die für den US-amerikanischen Markt produzieren und bin selbst, ich kenne einige, aber wenige, und bin bisher noch nicht angesprochen worden, ich möge mich für die Abschaffung der Zölle zwischen den USA und der EU einsetzen. Aber es ist ein anderes Problem. Die eigentliche Interessenlage, die auch parlamentarische und öffentliche Auseinandersetzung mit diesem Abkommen erfordert, sind andere Fragen. Nämlich zum Beispiel, dass viele positive Standards in Europa fallen oder verteidigt werden müssen. Standards im Hinblick auf Bürgerrechte, Verbraucher- und Datenschutz, öffentliche Investitionen oder Umwelt. Mit dieser Auffassung stehen wir ganz und gar nicht alleine. Bezüglich der Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge wurden im Bayerischen Landtag Anträge sowohl von CSU und SPD eingebracht, da Verletzungen durch das Freihandelsabkommen befürchtet werden. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, sich von unseren Argumenten nicht überzeugen lassen, vielleicht können es wenigstens die Kollegen in Bayern. Sie, lieber Kollege Müller, ich hatte Sie schon vorgewarnt heute Mittag, haben gestern in der Aktuellen Stunde vermutet, dass die Kritik meines Fraktionsvorsitzenden Helmut Holter an den Regierungsvereinbarungen zwischen CDU, CSU und SPD sich durch den Neid der Linken nicht beteiligt zu sein erklären lasse. Ob es sich tatsächlich um Neid oder vielleicht auch Glück handelt, können wir ein andermal diskutieren. Dagegen könnte uns ein Neid auf den Bayerischen Landtag vereinen und ein anderer Neid, der Neid über den Kongress der Vereinigten Staaten, könnte ebenso dazu gehören. Dem hat Barack Obama die Einbeziehung in die Verhandlungen versprochen. Der Antrag meiner Fraktion hat genau damit zu tun. Wenn es in den USA tatsächlich zumindest eine parlamentarische Transparenz gibt, dann ist es höchste Zeit, sie auch in Europa, in der Bundesrepublik Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern herzustellen. Dass Snowden jetzt in Moskau festsitzt,
werden wir uns auf ihn nicht verlassen können, wenn wir informiert werden wollen. Als ich im Mai im Ausschuss Probleme dieser Verhandlungen ansprach, konnte ich keine Antwort durch die Staatskanzlei erhalten. Und leider habe ich ein Interesse der Regierungsfraktionen in diesem Ausschuss bisher nicht spüren können. Mit unserem Antrag geht es darum, dass wir neben den Inhalten europäische Transparenz herstellen. Mit diesem Ruf nach Transparenz sind wir nicht allein. Am 27. November haben in Brüssel mehr als 50 Organisationen der Zivilgesellschaft ein von ihnen erarbeitetes alternatives Handelspolitik-Mandat beschlossen. Gefordert wird vor allen Dingen Transparenz und Demokratisierung für die Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und den USA. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich vermag mir nicht vorzustellen, dass Sie aus den Regierungsfraktionen nicht ebenfalls genau diese Ziele vertreten wollen und bitte Sie daher, unserem Antrag zuzustimmen. Ich danke Ihnen und ich danke insbesondere dem Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, dem wir zustimmen werden. Okay. Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, also erstmal muss ich sagen, dass ich ausgesprochen froh bin, dass die Differenz zwischen der NPD und der Linken so klar geworden ist. Zweitens, ich hätte heute jede Wette angenommen, dass Linke, Grüne, SPD und CDU in sehr entscheidenden Fragen übereinstimmen hinsichtlich dieser Verhandlungen. Aber ich hätte auch die Wette angenommen, dass die SPD und die CDU trotzdem dagegen stimmen werden. Und das macht mich auch etwas traurig und darüber möchte ich jetzt vor allen Dingen sprechen. Kollege Schulte hat schon sehr viele Inhalte, Dinge gebracht. Man könnte anderes erwähnen. Es soll ja auch der Weiterbildungsmarkt liberalisiert werden. Es gibt ein Non-Paper. Vor allen Dingen ist es für die Öffentlichkeit ein Non-Paper der amerikanischen Administration, auch über die audiovisuellen Medien. Es gibt das Problem, dass Gesundheits- und Hygienenormen liberalisiert werden. Also alles Probleme, die uns direkt betreffen, vor allen Dingen die Menschen in diesem Land und auch den Markt in der Bundesrepublik Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern oder in der Europäischen Union. Ich lasse das jetzt mal. Was mir noch wirklich wichtig ist, natürlich können Sie gegen unseren Antrag stimmen. Das ist man auch gewöhnt. Aber eigentlich stimmen Sie doch gegen Ihre eigene Rolle als Parlament. Sie entmachten sich doch selbst. Alles, was ich heute gehört habe, aus der CDU, von Ihnen, Herr Lenz, von Herrn Schulte, würde uns doch Anlass geben, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern hier in Mecklenburg-Vorpommern aktiv zu werden, Transparenz herzustellen. Kurz gesagt, ich beantrage zumindest die Überweisung unseres Antrags und des Antrages, denke ich, der von Bündnis 90 Die Grünen in den Europa- und Rechtsausschuss und das zusammen mit dem Bericht der Staatskanzlei am 22. Juni wir das behandeln und dann wieder in das Parlament bringen, meinetwegen und sehr, sehr gern gemeinsam. Wir jedenfalls als Linke würden einem solchen Antrag zustimmen, selbst wenn Sie das nicht gemeinsam machen würden. Dann machen Sie es auf der Grundlage dessen, was Herr Schulte heute vorgetragen hat. Wir werden dem zustimmen. Danke.